Schön, dass du heute dabei bist bei meinem Beitrag zum Thema Lampenfieber und wie du dieser mit der Atmung begegnen kannst. Wir sprechen darüber, dass die Atmung ein sehr, sehr mächtiges Tool ist dabei, um dir zu helfen, souverän zu sein, auch wenn du gerade aufgeregt bist. Auch wenn es eine knifflige Situation ist, in der du dich gerade befindest. Und was macht Lampenfieber mit uns? Zuerst einmal ist es ja eine Kopfsache, oder? Es ist ja erst einmal so etwas wie Kopfkino. Was könnte alles passieren? Wie könnte das Publikum meinen Vortrag finden? Wie könnte der Chef meine Frage finden? Wie könnte? Das heißt, wir haben Kopfkino und das sorgt dafür, dass Gefühle entstehen. Und in diesem Moment, wenn wir Lampenfieber haben, ist das Gefühl Angst. Ja, wir haben wirklich durch das Kopfkino verursachte Angst. Und die ist ja nicht real, die ist in dem Moment ja total erdacht. Wir wissen ja gar nicht genau, was passiert. Es könnte dies und jenes passieren, aber naja, wahrscheinlich passiert uns gar nichts. Das wissen wir kognitiv. Aber diese Angst macht etwas mit uns und unser Körper reagiert sofort mit der Übersetzung von diesen Gefühlen mit Reaktionen. Und eine der ersten Reaktionen ist tatsächlich, dass wir falsch atmen und dass wir ungünstig atmen für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Deswegen ist es so wichtig und ein großer Teil des Stimmtrainings, dass wir uns mit dem Atem beschäftigen. Dann schauen wir doch mal genauer hin, was da eigentlich passiert und was wir als sogenannte Atemfehler auch beschreiben würden. Zunächst einmal gibt es zwei große Bereiche in deinem Körper, wo du hinatmen kannst. Du kannst einmal in den Brustkorb oben atmen, ja, das ist die sogenannte Hochatmung. Und du siehst es bei verschiedenen Menschen, wenn es extrem verspannt ist, dann hebt sich sogar hier der Bereich ums Schlüsselbein und die Leute wirken mega, mega angespannt und total fest im Körper. Dann haben wir noch die zweite Atmung und das ist die Tiefatmung, die Bauchatmung. Die finden wir hier in der Mitte unseres Körpers. Und diese Bauchatmung anzuzapfen, wirklich mit ihr zu arbeiten und zu schauen, wie kann sie dir helfen in einer Situation, wo du wirklich dich nicht wohlfühlst und wo es um etwas geht, das ist unsere kleine Aufgabe heute zusammen. Und nach dem Workshop wirst du vielleicht genauer wissen, wie du mit deiner Atmung umgehen kannst, damit es dir nächstes Mal, wenn du präsentierst oder ein wichtiges Gespräch führst oder einfach nur aufgeregt bist, warum auch immer, wenn du das dann einsetzen kannst. So, und wir fangen direkt mal an, nochmal zu schauen, was diese Atemfehler, die dann zur Hochatmung führen, genau sind. Das sind drei Atemfehler in der Tat, mit denen ich es bei meinen Kunden und Klienten immer wieder zu tun habe. Wir haben einmal die sogenannte Schnappatmung, von der hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist sowas wie, guten Tag meine Damen und Herren, und man schnappt laut hörbar nach Luft und du siehst, dass die Schultern und der Brustkorb immer wieder nach oben gehen. Und das ist tierisch ansteckend, auch für die, die zuhören übrigens, weil die übernehmen unbewusst unser Atemmuster. Und in dem Moment, wenn du eine Schnappatmung hast, wird es deinem Zuhörer auch nicht besonders gut gehen. Das heißt, es ist nicht nur Selbstfürsorge, dass du mit deinem Atem umgehen lernst, es ist auch eine Fürsorge für deine Zuhörer. Also, eine Schnappatmung. Dann haben wir noch die Stapelatmung. Stapelatmung heißt, dass du immer mehr Luft einatmest und noch mehr einatmest und noch mehr einatmest und irgendwann bist du wahnsinnig voll und angespannt. Du siehst auch, mein Hals spannt sich an und irgendwann bist du nicht mehr souverän. Okay, puh. Also Schnappatmung, Stapelatmung. Und ganz wild wird es, wenn die beiden kombiniert sind. Kombinierte Schnapp-Stapel-Atmung. Also, das geht dann so, ich schnappe nach Luft und es wird immer mehr und ich gebe kaum ab und es wird, ja, nicht besonders souverän, oder? Und das passiert Menschen, das passiert uns allen mal. Ja, diese Vorgänge sind tatsächlich für den Körper lebenserhaltend. Der Körper möchte dich in dem Moment eigentlich nur schützen vor einer vermeintlichen Gefahr. Da es aber diese Gefahr in der Regel gar nicht gibt, können wir ja anfangen, ein bisschen was dagegen zu tun und dem Lampenfieber damit Adieu sagen. Also, was können wir genau tun?
Um unseren Atem zu steuern, müssen wir erstmal verstehen, wie der überhaupt funktioniert. Und das Tolle ist, wir haben einen elastischen Körper. Das heißt, wir können über die Elastizität des Körpers wirklich auf den Atem zugreifen und es wird sich nach einer Weile auch total natürlich anfühlen, so zu atmen. Kleine Babys machen das vom Tag ihrer Geburt an richtig. Wir haben es nur irgendwann verlernt, weil wir uns hingestellt haben, weil wir angefangen haben, den Bauch einzuziehen und weil wir einfach fester wurden und immer mehr mit dem Kopf gearbeitet haben. Der Körper hatte da nicht mehr so viel mitzureden. Und das wollen wir wieder aktivieren, indem wir wirklich mit einer sogenannten Tiefatmung anfangen. Die Tiefatmung ist das, was wir anstreben, nicht die Hochatmung, die für Stress steht. Verantwortlich ist eine wichtige Schaltstelle im Körper und das ist das Zwerchfell. Jetzt mache ich so eine Handbewegung. Das Zwerchfell liegt wie zwei Kuppeln in deinem Körper und zwar trennt es den Bereich im Oberkörper, im Brustkorb, die Lungen und das Herz von deinen Eingeweiden im Bauch. Da gibt es diese Trennwand und das ist dein Zwerchfell. Zwerch hieß mal quer, also es geht quer durch den Körper. Und dieses Zwerchfell, man hat früher auch gesagt, ist der Sitz der Seele. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Und das heißt, wenn wir atmen, tun wir auch was für unsere Seele. Und die Asiaten haben mal gesagt, die Zwerchfellatmung ist lebensverlängernd. Lao Tse hat das gesagt. Das heißt, wenn du mit deinem Zwerchfell mal wirklich anfängst zu arbeiten, wird es dir besser gehen in ganz verschiedenen Situationen deines Lebens, wo du sonst vielleicht aufgeregt wärst, wo du ja, eine Schnappatmung kriegen würdest oder eine Stapelatmung oder im schlimmsten Falle sogar beides. Wie können wir jetzt also darauf eingehen? Das Zwerchfell will sich bewegen. Und es kann es nicht, wenn wir die Bauchdecke eingezogen haben. Jetzt spür mal ganz kurz hin, was deine Bauchdecke gerade macht. Ziehst du die gerade an? Hast du sie angespannt und reingezogen? Oder ist sie locker? Und dieses lockere Gefühl in der Bauchdecke, das schenkt dir Souveränität. Das lockere Gefühl in deiner Bauchdecke, das schenkt dir, dass du gut nachdenken kannst. Und das lockere Gefühl in deiner Bauchdecke, das macht, dass du in ganz schwierigen Situationen noch zu einem guten Gedanken kommen kannst. Denn das lateinische Wort Inspiration, ja, Inspiration kennst du, ne? Neuen Gedanken kriegen. Und Inspiration heißt aber auch Einatmung. Das finde ich ganz toll, dass das zusammengehört. Ja, die Inspiration, die Idee, die kommt, wenn du einatmest und wenn du tief einatmest. So, also die meisten Leute, die ich so kenne, meine Kunden, meine Klienten, die haben eine Atemangewohnheit, dass sie hier oben reinatmen in den oberen Atembereich. Und dieser obere Atembereich ist eher zuständig für Stress. Souveränität liegt im tieferen Atembereich. Und deswegen lohnt es sich, die zu üben, diesen Bereich kennenzulernen. Dafür müssen wir aber erstmal schauen, was macht unser Zwerchfell. Ja, unser Hauptatemmuskel. Was macht unser Zwerchfell und redet es eigentlich mit uns? Du kannst mal einmal testen, indem du die Hand auf deine Bauchdecke legst und einfach mal schnupperst wie ein kleiner Hase. Einfach schnuppern und die Hand auf der Bauchdecke liegen hast, ob sich deine Bauchdecke dabei bewegt. Wenn sie das tut, ist es toll, ja, dann ist deine Bauchdecke ansprechbar. Dann atmest du also wirklich mit deinem Zwerchfell statt ohne dein Zwerchfell. Das kann man tatsächlich auch machen. Wenn du deinen Bauch dauernd angespannt hast, atmest du mit der Atemhilfsmuskulatur und mit der Brustkorbmuskulatur, mit den Interkostalmuskeln. Also das kannst du tun, aber du nimmst dir damit ganz viel Atemkapazität und Zugang zu deiner Tiefatmung. Und damit sollten wir alle aufhören. Ich bin ja der Meinung, wir hätten vielleicht mehr Gelassenheit auf dieser Welt und mehr Frieden auf dieser Welt, wenn wir alle besser atmen würden. Aber naja, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. So, also, was machen wir? Wir haben jetzt geschnuppert wie ein kleiner Hase. Wir hecheln jetzt mal. Wie ein kleiner Hund.
Genau. Und da bewegt sich im besten aller Fälle deine Bauchdecke auch. Ja, also vielleicht bewegt sie sich ja ein bisschen doller, wenn du mit der Nase schnupperst oder wenn du mit dem Bauch hechelst, also mit dem Mund hechelst vielmehr. Also einmal durch die Nase, einmal durch den Mund und schau einfach mal, wo es sich leichter anfühlt, wo dein Bauch ein bisschen mehr Bewegung von sich gibt. So, das ist erstmal dein Zwerchfell-Check. Du sagst deinem Zwerchfell damit Hallo, du sagst, hey, redest du noch mit mir? Du kannst deinem Zwerchfell sogar einen Namen geben und immer mal am Tag mit ihm Kontakt aufnehmen. So, okay, also, wir gehen einen Schritt weiter. Und zwar wollen wir das Zwerchfell herausfordern, regelrecht herausfordern mit der folgenden Atemtechnik, dass es tief in deinen Körper eintaucht, wenn du einatmest. Und das geht tatsächlich am besten über den Fokus des Ausatmens. Das ist für viele jetzt wahrscheinlich ungewohnt. Ja, wir denken oft über die Einatmung nach, aber der Körper wird nie vergessen einzuatmen. Das geht gar nicht. Ja, wir werden immer einatmen, das hat die Natur so vorgesehen. Was wir aber vergessen, und gerade in den Momenten, wo es knifflig wird, ist das Ausatmen. Und deswegen basiert die Atemtechnik, die ich dir jetzt zeige, auf dem Ausatmen. Und nochmal, wenn wir alle mehr ausatmen würden, würden viele Konfliktmomente vielleicht besser vorangehen oder würden viele Politiker sich mal entspannen oder was auch immer. Ja, versucht wirklich auszuatmen. Und da wir jetzt alle eher zu Hause sind zurzeit, ist es mit den Aerosolen auch nicht so ein Problem. Also, du atmest aus und zwar bewusst mit dem Laut F. Ja, F wie Friedrich. Du atmest einmal alle Luft, die du hast, aus. Und dann locker wieder ein. Und vielleicht hast du eine Beobachtung gemacht mit deinem Körper. Vielleicht hast du festgestellt, dass dein Körper sich jetzt zusammencruncht. Und dieses Zusammencrunchen brauchen wir tatsächlich nur beim Verrichten schwerer Arbeiten, wenn wir ein Klavier wegschieben wollen oder sonst irgendwas, dann brauchen wir dieses Pressen. Aber das brauchen wir nicht beim Sprechen. Das ist für viele vielleicht neu. Viele strengen sich dann auch tierisch an, wenn sie vor Menschen sprechen. Aber in Wirklichkeit ist es vergebene Kraft, die du da einsetzt. Also versuch nicht so zu machen, sondern versuch größer zu werden und stolzer und noch friedlicher, freundlicher, was auch immer, indem du dich groß machst, wenn du ausatmest. Und das geht dann so mit dem F. Die Bewegung nach oben mit den Händen brauchst du nicht machen, die mache ich nur, damit du weißt, wo du hin sollst mit deinem Körper. Also versuch wirklich groß zu werden, lang zu werden, dich aufzurichten mit deinem Körper. So, das ist das, ja, du gehst so und dein Körper, dein Bauch vielmehr, dein Bauch geht nach innen oben. Vielleicht hast du das gemerkt, dass dein Bauch regelrecht nach innen oben zieht, wie ein kleiner Reißverschluss einer ganz engen Jeans. Das heißt, du ziehst nach innen oben und wirst dadurch größer, dein Bauch zieht nach innen. So, wenn du jetzt leer bist, öffnest du nur den Mund und lässt den Bauch locker. Hier oben ist es so ein Gefühl, du machst den Mund auf wie so ein Staunen, so ein Wow-Effekt, so ein ja, Staun mal richtig, ja, wird richtig weit im Rachen und dein Bauch plumpst nach vorne. Ja, das ist wie so ein Plop von deiner Bauchdecke. Das lässt du locker und deswegen ist es einmal Flow, also du lässt die Luft rausfließen aus dir. Das ist der fließende Moment, Flow. Ja, dann lässt du deinen Mund öffnen, also aufgehen und du lässt deinen Bauch locker. Ja, einmal ploppen lassen. Deswegen Flow und Plop. Das probieren wir mal aus. Achtung. Zieh deinen Bauch nach innen oben, nach innen oben, nach innen oben, ja voll. Und dann öffnest du den Mund, Achtung, plopp. Flow, plopp mit Wow. Ja, das Wow ist hier oben, das Ploppen ist am Bauch, das Fließen ist auch im Bauch, aber der Bauch bewegt sich dann nach innen.
Ja, du atmest aus, indem du deinen Bauch nach innen oben ziehst und dann locker lässt und den Mund dabei aufgehen lässt. Das gleiche machen wir mit S noch einmal und es geht los. Werd größer, werd größer, werd größer, werd größer. Zieh den Bauch nach innen, zieh den Bauch nach innen. Jawohl, gut. Und dann machst du den Mund auf und plopp. Und dein Bauch kommt ganz weit raus. Und das Gefühl ist so wirklich wie ein Hängebauchschwein oder wie eine ganz große, breite Basis für deine Stimme. Die brauchen wir nämlich. Wir brauchen eine tiefe Atmung, eine breite Basis für deine Stimme, denn dein Kehlkopf hier, der soll locker sein. Und vielleicht merkst du schon, wenn du dann einatmest, wenn du ploppen lässt, dass dein Kehlkopf sich hier absenken darf. Das wäre toll, wenn du das merkst, weil das hier sollte immer locker sein beim Sprechen. Und damit es locker bleibt, lassen wir wirklich den Kehlkopf regelrecht in uns reinplumpsen mit dem Plopp. Es kann aber sein, dass der Fokus dann am Anfang noch ein bisschen viel ist, deswegen ganz langsam und entspannt erstmal wirklich ausatmen, den Bauch zusammenziehen, nach innen oben führen wie ein Reißverschluss und dann den Mund aufgehen lassen zum Plopp, zum Staunen, zum Loslassen, zum Weitwerden. Wir haben das jetzt gemacht mit F, wir haben das gemacht mit S und jetzt machen wir das mit SCH. Ja? Einmal ausatmen mit SCH bitte. Und jawohl, genau. Du kannst es auch, kannst die Bewegung mit deinen Händen nachvollziehen, indem du wirklich rangehst an deinen Bauch, wenn du ausatmest und dann locker lässt und wieder weggehst von deinem Bauch, wenn du einatmest. Also das kannst du mit den Händen verfolgen und schauen, ob du deine Atembewegungen vergrößern kannst über die Bewegung deiner Hände. Wir haben gemacht F, S, SCH und wir machen noch CH. Ja, der kleine Laut, der Ich-Laut. Ja, einmal ausatmen mit und. Groß werden, groß werden, groß werden, groß werden, groß werden, groß werden, groß werden. Immer noch größer und dann lässt du locker mit dem großen Staunen im Rachen, mit dem Loslassen des Kiefers, des Kehlkopfs, des Bauchs. Alles lässt locker, damit du wirklich in deine Kraft kommst, in deine Ruhe kommst. Und ja, nochmal, für uns heute ist das eine ganz wichtige Geschichte, dass wir mit dem Atem haushalten, denn wir haben überall Stressmomente, wir haben auf der Straße vielleicht kleine Momente, wo wir uns komisch ansprechen oder wir haben in der Familie, in der Beziehung, mit den Kindern, was auch immer, immer kleine Momente, wo wir uns vielleicht erschrecken oder ärgern oder immer geht der Atem dann in dem Moment hoch oder hält fest. Und um das wieder in Bewegung zu bringen, brauchst du den Ausatmen. Das heißt, nächstes Mal, wenn du dich ärgerst, wenn du erstarrst, weil dich jemand komisch anspricht oder wenn irgendwas passiert, was dich aus deiner Souveränität raushaut, dann kannst du ausatmen. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Lampenfieber zu tun. Das sind ja andere Situationen. Lampenfieber, wie am Anfang gesagt, ist Kopfkino. Ja, dann denke ich drüber nach, oh Gott, was könnte alles passieren? Und der Schreckmoment ist trotzdem derselbe. Wir halten an, wir kommen in die Hochatmung, wir kommen aus unserer Ruhe heraus. Und das wollen wir eigentlich nicht. Denn wenn du präsentierst oder wenn du ein Gespräch führst, ein wichtiges, dann möchtest du ja gerne deine Persönlichkeit zeigen, deine Kompetenz zeigen und alles, was dich ausmacht. Wenn wir Zugriff zur tiefen Atmung, also zum Plopp haben, dann können wir wirklich immer wieder in unsere Kraft kommen. Das ist wie ein Kontakt aufnehmen zu dir selber und das Ausatmen ist Kontakt aufnehmen zum anderen. Das ist Stimme bilden, das ist Sprache abgeben, das ist wirklich raus aus mir und das wieder andocken, rein in mich. Ich brauche die Luft wieder, um wieder bei mir anzukommen. Ob es dann bei Online-Meetings ist oder live oder wie auch immer. Immer wieder brauchen wir unsere Atemluft, um bei uns anzudocken. Und das ist extrem wichtig und gehört zur Selbstfürsorge für dich. So, und wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir im nächsten Schritt auch von diesen lauten
Frikativlaute übrigens genannt, können wir auch weggehen. Wir können von F, S, S, C, H, C, H weggehen. Wir können dann statt diesen langen Lauten auch einfach kurze Äußerungen nehmen. Zum Beispiel, Achtung, ich spreche, 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 ich spreche. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage und flop. Ja, du kannst das also mit kurzen Äußerungen verbinden. Und mit der Zeit kannst du natürlich auch sowas wie Gedichte nehmen. Oder du kannst Texte nehmen, die du übst. Du synchronisierst quasi immer einen Satz oder ein Bild auf einen Atem. Und dann lässt du los und dann kommt der nächste Atem. Dieses Synchronisieren, das ist so gut, weil es uns gut tut. Dafür musst du natürlich auch Sätze abschließen, damit du dann zur Luft kommen kannst. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist das Thema der Satzmelodie. Die Atmung ist nämlich eingebettet in ein ganzes Konstrukt, das ich lehre in meiner Arbeit. Das ist das stimmliche Mischpult. Das stimmliche Mischpult, wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann klick doch gerne auf meinen Link. Dann kannst du ein 10-minütiges Audio bekommen, wo ich das stimmliche Mischpult genauer beschreibe. Jetzt erzähle ich dir kurz, welche Regler es gibt. Es gibt einmal Regler 1, den Körper. Regler 2, die Atmung. Regler 3, den Stimmklang selber, was passiert hier in dem kleinen Kästchen. Und Regler 4, die Artikulation, die Aussprache. Regler 5 ist die Satzmelodie, also den Punkt finden. Regler 6 ist das Tempo und Regler 7 ist die Betonung. All das trägt dazu bei, dass Menschen deine Stimme beurteilen. Obwohl es ganz unterschiedliche Zugänge sind, ist es am Ende ein Eindruck, den du hinterlässt mit deiner Stimme. Und mit deiner Stimme zeigst du ein Stück weit auch einmal deine emotionale Befindlichkeit und du zeigst natürlich auch deine Persönlichkeit. Also wie sprichst du? Wie engagiert, wie leidenschaftlich, wie extrovertiert bist du? Oder wie zurückgenommen und dezent und bei dir bist du? Also all diese Dinge kann man an der Stimme raushören oder zumindest erahnen, auch wenn wir uns natürlich manchmal auch fehlleiten lassen von einer zum Beispiel hohen Stimme. Da denken wir dann gleich, derjenige ist unsicher. Aber manchmal täuschen wir uns auch und es ist einfach nur eine Gewohnheit. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir wissen, dass Menschen diese Schubladen benutzen und dass wir uns mit unserem Stimmklang wirklich in diese Schubladen selber buxieren können oder auch wieder rausholen können. Also, wenn du genaueres wissen willst über deine Stimme, über das stimmliche Mischpult, das, was Profis einsetzen, wenn sie ins Sprecherstudio gehen, dann kannst du noch in mein Buch gucken, Sprechen wie der Profi, da sind Tricks und Zugänge zur Stimme erklärt oder auch einen der vierteljährlich ungefähr stattfindenden Online-Kurse besuchen. So, das war's für heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Schätze deine Atmung, liebe deine Stimme und fang an, dich mit dir selber zu beschäftigen und bau damit deine Persönlichkeit aus. Ich freue mich und vielleicht bis irgendwann, wenn du Fragen hast, kannst du mir auch jederzeit eine E-Mail schicken. Bis dahin, alles Liebe, bis bald.